Guten Tag. Ja, heute wird es etwas blamabel. Blamabel für Kommentatoren. Es ging um Zensuren in den letzten Videos, um das Kiffen der Lehrer und ob Geimpfte leuchten. Ich habe diese gesamte Sache mal genannt, idiotische Kommentare auf YouTube. Ich werde euch nicht alles vorlesen, aber ihr könnt euch mal wirklich zurücklegen, lehnen. Es wird tatsächlich drastisch. Also ihr werdet staunen und ihr werdet auch bestimmt mehr Verständnis aufbringen. Verständnis hat man ja nur, wenn man etwas weiß. Also Thema Schulnoten, was da so alles an idiotischem Zeug kam. Zum Thema Drogen, naja. Und wie gut leuchten denn die Geimpften? Na dann, zurücklehnen, zuhören, freuen oder eben nicht. Zu dem Thema Drogen und Lehrer. Da antwortete jemand, McFluffy. Ich war auch auf der Webseite. Naja. Wir hatten auf der Waldorfschule einen Kunstlehrer, der gekifft hat, aber bei dem war das in Ordnung. Denke ich mir, da sehr produktiv und kreativ damit umgegangen ist. Da er sehr, ja klar, als Mathelehrer wäre das wohl nicht so durchgegangen. Er hat es aber heimlich gemacht. Ich habe es aber einmal gerochen. Ich finde eh, dass Cannabis mal legalisiert werden sollte. Es ist eine weichere Droge als Alkohol. Punkt. Ja, bei Punkt ist, da war mir schon alles klar. Von der ganzen Rechtschreibung mal abgesehen. Und Waldorfschule, okay. Naja, ne, okay. Es kann ja keiner richtig schreiben. Ja gut, ich habe dann Danke für Ihren Beitrag sehr erhellend geantwortet. Dann kamen noch einige Antworten und dann habe ich gefragt, wegen einer Lehrerin, ich hatte mich da so ein bisschen nicht, hat das wohl nicht richtig verstanden, reicht denn Waldorfschule nicht schon? Muss sie dann noch Alkoholikerin sein? Und dann hat sie, haben wir das klargestellt und dann habe ich geschrieben, zum Schluss schon gut, ich hatte auf ihrer YouTube-Seite gestöbert, belassen wir es. Alles Gute von mir. Ich wollte da nicht mehr viel wissen. Aber es kam noch einiges nach, ne? Drei Beispiele, drei Schriftsätze und ich habe dann nochmal vielen Dank geschrieben. Zum Beispiel, was ich noch weiß und sehr cool finde, die hatten auch eigene Tiere wie Hühner und Schafe an der Schule, da diese die Schüler dann pflegen und füttern mussten. Auch die Reinigung der Habitate war natürlich Pflicht. Also ich habe mich dann bedankt. Natürlich kam da noch was. Ne? So, das. Und sie schrieb dann auch selber, bitte sehr, wie oft ich Wortwiederholungen im Text hatte. Uiuiui. Man merkt, ich kommuniziere immer weniger. Habe es korrigiert. Alles Gute dir. Ja, gut. Auch was dazu zum Thema Party und Drogen und derer. Persönlich sage ich mir, lasst sie kiffen und legalisiert das Kraut endlich. Klar. Okay. Nichts weiter. Und dann kam noch ein Haufen Zeug, das kaum lesbar ist, weil da fehlte alles. Die Rechtschreibung war grausig. Ich habe es dann geschrieben, was auch immer Sie danach schreiben. Aber wer Drogen nimmt, ist bescheuert. Also macht ja nichts. Stimmt. Wer gefährliche Substanzen zu sich nimmt, ist bescheuert. Aber Cannabis zählt für mich nicht dazu, da es bisher auf gleicher Höhe wie Rauchen und Alkohol und harmloser als die beiden letzten fehlt ist. Auf die Lehrkörper bezogen ist es mir egal, ob sie konsumieren. Solange sie nicht besoffen und bekifft sind, fehlt. Arbeiten sie, ach so, sollen selbstdenkende Menschen bilden und keine Schlafschafe. Ja, klar. Ich habe durch Ihre Antwort viel gelernt, wirklich. Danke dafür. Ich habe wirklich viel gelernt. Dann schrieb einer, der nannte sich Labormanager und die schlechtesten Lehrer schaffen es dann noch, Schulleitung zu übernehmen. Ich bin noch drauf eingestiegen und zum Schluss kam dann eigentlich das, was er wirklich wollte. Naja, da will ich ja nicht so viel schreiben. Besuchen Sie mal meine Webseite, Labma. Er will irgendwie eine Software oder so irgend sowas verkaufen. Nebenbei auch vielleicht interessant für Sie als Physiklehrer. Ja, klar. So fangen dann die Verkäufer an. Das habe ich schon immer wieder erlebt. Nicht wundern, wenn ihr mal Flitzhörnchen und Timmy the Kid seht. Die kenne ich beide persönlich. Und deswegen, das sind immer unsere Begrüßungsrituale. Naja, sehr schön hatte Alice Adventures in Wonderland folgendes
also zum Thema Lehrerparty und Drogen und so weiter, bestätigt meine Beobachtung eines Lehrerseminars in NRW sind die gleichen, die mit dem schlechtesten Abi und keine Chance, ein anderes Studium abzuschließen, schreiben, sehe ich beim Lehrerseminar ein. Da kann man sich schön verbeamten lassen. Ja. Danke für die Bestätigung und sowas wird auf unsere Kinder losgelassen. Grausig, das Verbrechen habe ich geschrieben. Dann schrieb jemand anderes, Uwe Müller, naja, die heutige Lehrerschaft ist die Generation 68. Und das, was danach kam, da muss man sich nicht wundern. Ja, richtig, ab den 68ern wurde es spannend. Jupp, war meine Antwort. Yes, Junge, Junge, jetzt geht es nämlich wieder lustiger weiter. Es ging nochmal um das Thema Drogen, ne, und so weiter. Alkohol ist eine Droge, Ausrufezeichen. Ja, ja, die Cannabis-Legalisierung ist längst überfällig und die Artikel sind es nicht mal wert zu lesen. Es ging um die Zeitungsartikel, die ich da unten verlinkt habe. Oh, Joints und vielleicht Marihuana. Oh, ja und? Sollen sie doch. Jo, klar, wer da so aus dem Wald kommt, der geht da so bei, ne? Das ist so. Ich schrieb, wie bereits erwähnt, wer sich so einen Mist antut, ist bekloppt. Ein anderer antwortete dann Jens Fuhrmann. Ach je, zwei Joints und ein Tütchen Gras. Lehrer sind halt auch nur Menschen. Dumm war, ungefragt die Räumlichkeiten zu nutzen, sich dabei erwischen zu lassen. Ach so. Ja klar, wenn die Bevölkerung, und ich hatte eigentlich unsere User hier auf diesem Kanal nicht so eingeschätzt, aber es sind vielleicht eher die Neuen. Ja, wenn es die Masse eben so gut findet, dann ist das eben kein Wunder, ne, was da passiert. Ja, ich habe dann entsprechend geantwortet, wer sich das antut, ist bekloppt. Das ist ja ihre persönliche Meinung. Vollkommen in Ordnung, antwortete Jens Wurmer nochmal. Und meiner Meinung nach vernachlässigbar, ne? Also das Gras. Ja, ja, klar. Jens Fuhrmann, gut, habe ich geschrieben. Wir haben unterschiedliche Meinungen, giften uns jedoch nicht an. Schön. Also das ist immer das Schöne in letzter Zeit. Auf meinem Kanal ist es wirklich sehr anständig geworden. So zur Information schrieb jemand, Tobias Kalandrevas. Also meine Lehrerin früher, keine Ahnung, ob die wirklich Mathe studiert hatte, die hat das mit dem Sinus und Cosinus, die Zusammenhänge mit dem Einheitskreis und so nicht verstanden. Oder auch die binomischen Formeln. Zumindest glaube ich das. Na ja, klar. Und wann war das bitte, fragte ich. 10. Klasse, das dürfte bald 10 Jahre her sein. Danke, habe ich geantwortet, weil das passt. Ne, das passt mit in diese Generation ab 68, klar. Hier ist der Miesekid. Ne, das ist der andere, von dem ich vorhin sprach. So begrüßen wir uns. Moin Moin und so weiter. Also, ja, dann kam die, da war das Video 10 Sekunden gerade hochgeladen, da kam schon der erste, wünsche dir auch ein schönes Wochenende, weil ich ja sage, schönes Wochenende, ne, vielleicht zu Anfang. Jemand anderes schrieb dann klar, danke für die klaren Worte, dabei sehe ich, dass dieses Video netto innerhalb einer guten Stunde 11 Abonnenten verscheucht hat. Und es gibt hier einige, die mich darum auch nicht mögen. Es ging um dieses Lehrerparty, Drogen und so weiter, habe ich geantwortet. Ja, sollte dir vielleicht sogar recht sein, Reisen soll man nicht aufhalten, sagte derjenige, der mir dann ein schönes Wochenende gewünscht hat, der die klaren Worte betrachtet hat. Klar. Und natürlich auch wieder innerhalb der ersten 10 Sekunden auch ein erholsames Wochenende. Ja, klar. Ja. Ich hatte nämlich geantwortet auch, das ist mir sogar lieb. Also, vor einem Jahr versuchte ich schon mal die Typen zu vertreiben, die nur teilen posten, ohne sich das Video überhaupt anzuschauen. Und es klappte nicht. Mit denen, die sich an Moral orientieren, aber auch mit Mathe und Physik, scheint es zu funktionieren. Da kriege ich die Leute weg. Also wenn ich grundsätzliche Moralthemen habe, da fliegen die Leute nur so raus und da verschwinden sie. Das mögen sie nicht hören. Also wir haben hier einen Haufen Leute, die sind wirklich anders als die anderen. Zum Thema Schulnoten, also die Schlechten, die blamieren, oder? Fragte ich ja. Da wurden dann Statements abgegeben. Dieses kinderfeindliche deutsche Schulsystem gehört abgeschafft. Und dann, ja, 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 immer das Gleiche. Ja, dann wurde auf Goethe und Schiller, und die hatten ja auch keine Schule. Naja. Als psychologisches Kriegsgebaren unterstellte man mir dann gleich. Ich fragte, was habt ihr, Leute, was ist los, ne, und so weiter und so fort. Naja. Ache 777. Daher sollte das System überarbeitet werden. Es sei denn, wir werden als Lernroboter bewertet. Also nicht Mensch, sondern Systemmaschine. Ja, naja, klar. Wenn es um schlechte Schulnoten geht, klar. Ja, gut. Das System. Wie war das früher? Ein anderer meint, es läge alles am System. Kreuzberger Nächte. Ja, stimmt. Ja, auswendig lernen diskreditiert das Individuum. Naja,
Man weiß, was das heißt, aber ich ahnte was mehr. Aus Respekt vor Ihnen höre ich hier auf, schrieb aber weiter. Und dann, es ist ein bildungsfeindliches System und sollte komplett überarbeitet werden. Und schrieb dann auch, jetzt habe ich doch mehr geschrieben, als ich wollte. Ich höre jetzt hier lieber auf, hier, und weiter. Ja. Leute, klar, ich habe es irgendwie verstanden. Wir haben hier sehr viele Menschen, die mögen nur schimpfen. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Gipfel der Idiotie. Zu dem Thema Geimpfte leuchten wegen Luciferase im Impfstoff. Ja, nachforschen. Aber nee, es wird ja nicht zugehört. Ich höre immer zu, schrieb die Himmelsscheibe von Nebra. Ob ich alles verstehe, ist eine andere Sache. Besonders mit lauter Fünfen in Mathe, Physik und Chemie. Aber dafür habe ich emotionale Intelligenz. Ja, das ist auch so eine Ausrede. Wer die eine nicht hat, hat dann die andere. Und folge den Resonanzgesetzen des Universums in Bezug auf unser, seien es Menschen oder Tiere, Miteinander. Wenn du meine Kommentare gelesen hast, bitte lösche diese. Ansonsten tue ich es heute Mittag. Ja, hätte sie gleich lassen sollen, die Himmelsscheibe. Jemand anderes, Xin Pao Tao, schrieb einfach, danke für den Beitrag. Zensur bei solchen Beiträgen muss klar sein. Sinnlose Hassbeleidigungen, zielhafte Angriffe auf Personen auch melden. Ja. Und die Himmelsscheibe schrieb dann wieder irgendeinen Scheiß. irgendeinen Kram. Ne? Carpe Diem schrieb dann, was für ein Glück, dass meine Wände aus Backstein sind und kein Gipskarton. Bei dem, was man in dem Video so liest und sieht und liest und sich fragt, gibt es wirklich solche Menschen? Wohl ganz angebracht. Die Wände wahrscheinlich. Knut Ritter, sehr verständig, schrieb, ich habe meine Kommentare selber gerade gelöscht. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Warum? Ich hatte geschrieben, Leute, Achtung, bei Minute 6:47 sage ich es extra. Wenn kein Ergebnis der Nachprüfung von Ihnen kommt, lösche ich jeden Post. Ich hatte es also angekündigt, aber es hört ja niemand zu. Ich hatte nämlich gesagt, im Video bei Minute 6:47, dann überprüft das doch mal zu Hause. Nehmt doch mal eine Schwarzlampe und leuchtet mal diejenigen an, die geimpft sind. Vielleicht leuchten die ja wirklich oder wenn nicht, was ich eher vermute, dann eben nicht. Und dann postet das hier, aber nicht gleich irgendwelchen Mist posten. Nein, 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 nein. Xin Pao Tao. Kommentare bitte nie ausschalten. Das ist eine wichtige Sache. Sie gehören halt entweder gepflegt oder man muss sich mit dem Mist arrangieren. Ja, von wegen. Scheißwort. Jetzt guckt mal hier. Und da ich schon fleißig beim Löschen war, habe ich das 11 Minuten zu spät gemerkt. Da schrieb Mars Maxi, Lehrer, ich weiß, du brauchst nichts Blödes. Und jetzt kommt's. Aber wir alle müssen anfangen, uns im Darknet Schusswaffen zu besorgen. Bloß mal ein Netzfund. Ich habe jetzt keine Lust, das alles noch groß zu belegen. Könnt ihr selber finden. Der Angeklagte hatte das unkommentiert auch so stehen lassen und sich vom Inhalt nicht distanziert. Er habe sich damit den Inhalt zu eigen gemacht, so die Staatsanwaltschaft. Das war ein Hassredeprozess und fertig. So, könnt ihr euch vorstellen, weshalb ich hier solche Idiotenkommentare ausschalte und von den anderen, die sowieso nichts bringen, das auch nicht mehr gerne sehe, beziehungsweise lieber gleich weglasse, dieses Geschimpfe und Teilen, Teilen, Teilen. Das Teilen, Teilen, Teilen hat nachgelassen, ja. Aber das blöde Rumgemecker, gruselig. Aber wenn man dann so einen Mist liest, dann ist das gefährdend. Und deswegen, glaube ich, habt ihr Verständnis, wenn ich diesen ganzen Quatsch abschalte. Es hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern hier wird's gefährlich für meinen Kanal. Und bei 1300 Mathe- und Physikvideos wäre es schade drum. Dieses Leuchtevideo, das hatte wirklich gute Ausrufzahlen. Ging es nach oben, das habe ich heute Morgen mal schnell rauskopiert. Dieses Video hat 2668 Aufrufe über Empfehlungen auf der YouTube-Startseite und nächstes Video erzielt. Normalerweise sind das 330 bis 640, also 2000 mehr. Daher nimmt das YouTube und das ergab eine höhere Klickrate. Also höhere Klickrate hieß dann, die regelmäßigen Zuschauer haben dieses Video in 15,2% der Fälle angeschaut. Das ist Wahnsinn. Sonst schauen es 2,8 bis 3,8 an. Wenn Sie dieses Video sehen, schauen es 2,8 bis 3,8 an, aber hier haben es 15% angeschaut. Und eine längere Wiedergabedauer. Das Video ist 7 Minuten lang, aber 3 Minuten 48 wurde es angesehen. So. Und wenn 7 Minuten an ist und nur zur Hälfte angeguckt wurde und die meisten Leute, wie ja schon ein paar Mal zugegeben, nur deswegen Videos
anklicken, um ihren Mist loszuwerden, den sie überall mit Copy und Paste reinschmeißen, dann kann man sich vorstellen, weshalb ich auch nichts mehr davon halte. Hier, das ist so die durchschnittliche Wiedergabedauer. 2 Minuten 47 heute Morgen. Dann. Und 3,48 im Durchschnitt. Tja, kann ich mit einer Videoanalyse rauskriegen. So. Bei den Impressionen, ne? Also hier, das sind so 16,8% haben es sogar angeklickt. Im Durchschnitt waren es 15, tralala. 14,5 dann heute Morgen hat sich ein bisschen geändert. So. Und jetzt die Zugriffe. 5.200 noch was beim Thema Schulnoten zur gleichen Zeit nach 12 Stunden und 9 Minuten. Ne? Hier waren es 5.000, über 5.000. Bei den schlechten Schulnoten knappe 800. Bei Partyboden, Drogen ein bisschen mehr als 800. Beim Thema Denkfaulheit, nur das interessiert die Menschen nicht. Das will keiner hören. Es könnte ja sein, dass man sich, und so glaube ich es mittlerweile, dass man sich dabei selber ertappt. Oh, sich auch noch Wahrheiten über sich selber anhören muss. Oh, Mist. Aber bei solchen knallharten Sachen wie trauriger Furz furzt nicht hier, trauriger Arsch furzt nicht nach Luther, oder wir können ja stolz sein, ne? Bei solchen Überschriften, ja, da kann man ruhig mal raufgehen. Da wird ja nichts Schlimmes kommen. Oh, staatliches Bonussystem, das hatte ich vergessen auszuwerten. Da kam auch ein Haufen Quatsch. Aber Leute, was hilft? Merkt ihr was? Merkt ihr was, weshalb ich eigentlich gar keine Lust habe mehr? Ich dachte immer, da kannst du Leute informieren, die sich dann Mühe geben. Nee, es sind hier irgendwelche Arbeitslosen oder Dauerkranken oder Rentner, die nichts zu tun haben und nur rummeckern wollen. Und dafür ist es mir wirklich zu schade mittlerweile. Es wird mir wirklich zu blöd. Echt zu blöd. Ich lasse alles Informative noch stehen, aber was hilft's? Für wen denn? Für die, die bloß meckern wollen? Die dann so einen Scheiß schreiben? Ich glaube, die Auswertung, die hat wehgetan. Glaube ich. Das sind 17 Minuten jetzt fast. Das wird doch keiner angucken, oder? Vielleicht kurz reingucken und dann sagen, ah nee, da könnte ich ja vielleicht doch noch ertappt sein und mich selber ärgern, dass ich ja auch kiffe. Oder dass ich auch immer schon 5 hatte, ne? Aber dafür emotionale Intelligenz. Gut. Ich pfeife drauf. Ich hoffe, ihr wisst warum. Leute, macht was, ihr anderen, ihr Vernünftigen, macht was. Aber macht's gut. Bis denn. Tschüss, tschüss.